winter is coming. Might just be the cold. It's cold outside. You don't know cold. Winter is coming for him. Winter is coming. Winter is coming. Du siehst, das ist durchaus diffizil alles hier immer. Man muss immer an tausend Sachen denken. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, ja, dann hätten wir für den zweiten Teil schon wieder keine Aufnahme gehabt. Ja, es ist hart, ist hart. Gut, jetzt pass auf, jetzt stelle ich das hier nochmal aus. Und dann widmen wir uns jetzt mal dem William Cooper. Kennst du nicht? Okay, pass auf. Wird hochspannend. Ich muss dann nur ein paar Sachen eben wieder nachflicken und in der Bearbeitung der Datei mit ins Bild geben. Gib mir kurz noch mal eine Minute. Ich habe hier ein bisschen Klickarbeit. Das kriegst du sonst nicht mit, wenn ich nur aufzeichne. Da ist das alles immer fertig. Und zwar, gut, beginnen wir. Ich habe vor einer Zeit meine Festplatte aufgeräumt, alte Festplatten nochmal geschlossen, die ich lange nicht in Betrieb hatte. Und du weißt vielleicht, dass ich unheimlich lange schon mich alternativ interessiere. Ungefähr, ja, eigentlich seit dem fünften Lebensjahr. Damals war es halt noch anders. Da war es noch Tonbandstimmenforschung, das Leben nach dem Leben und lauter solche Sachen, ja. Später war es dann mein Herr Dahlke oder so. Es hatte verschiedene Phasen. Aber dann ab dem Mitte, Ende der 90er, beginnend mit dem Jo, wo ich sehr froh bin, dass der jetzt bald bei uns auf dem Kongress bin. Das war der erste, von dem mir ein Buch in die Hände fiel, wo ich mir dachte, hä, der hat ja eine ganz andere Weltsicht. Was ist denn hier los? Entwirrung war es damals. Ab Ende der 90er, befasste ich mich auch mit vielen Themen, die auch heute immer noch mal in die Wahrheitsbewegung, Alternativszene hereinschwuppen und die wir jetzt auf dem Kanal bisher kaum eingegangen sind. Auf ein Thema davon gehen wir jetzt ein, weil es gut passt. Diejenigen, die von euch schon länger hier sind in diesem Land und länger alternativ interessiert, kennen vielleicht noch die alte Webseite, die auch weg war nachher, vom Lysander, dasgibtsdochnicht.de. Kennt ihr die noch? Da sind wir in den Anfangs 2000ern. War das eine unheimlich beliebte Webseite, der halt für die Alternativszene unheimlich viel an Thematiken von Medizin bis UFOs bis hast du nicht gesehen, zusammengetragen hat. Und ich bin damals schon hingegangen. Ich sage ja immer wieder, ich bin ein Freund der dezentralen Datenspeicherung und habe mir verschiedene Sachen, die ich damals interessant fand. Wir sind im Jahr 2005 da abgespeichert. Bin halt so ein Datenfuzzi. Und als ich jetzt so ein bisschen aufgeräumt habe und doppelt gesichert habe und die ein und andere Festplatte auch von hier zu Hause weggetan habe, zwecks Sicherung von vielen Dingen. Man weiß ja nie, wer bei einem zu Hause so rumhüpft und wer da mal die Tür eintritt morgens um 6, ne? Da sind mir verschiedene Daten nochmal in die Hände gefallen, die ich hochinteressant finde. Einmal hatten, und davon möchte ich euch jetzt kurz mal berichten, denn die geben auch ein Schlaglicht auf die jetzt aktuellen Ereignisse. Eines war, dass ich, und ich hoffe, ich denke dann dran, das wieder hier ranzugeben dann ins Bild,
Warte mal, ich gucke jetzt gerade nur, ob die Aufnahme auch läuft. Ja, gut. Man hat echt seinen Fitz, sage ich euch, ja. Weil nachher gibt es wieder Riesengeschrei, wenn du das vergisst und dann hast du nichts. Gut, 2005. 2005 war ich, beginnen wir mit dem weniger spektakulären Thema, überrascht, dass ich einen Artikel damals schon gespeichert hatte, der sich mit dem Thema Nezara befasste. Etwas, was ja dann im Q-Narrativ später nochmal hochkam. Nezara, Gesara, dann die weltliche Ableitung Bürgergeld, sprich, ja, zieh die Maske auf und sei Stillgeld, würde ich es jetzt mal kritisch benennen, ja, erfuhr. Ja, ein Artikel über Nezara. Ich lese euch den mal so weit vor. Wie gesagt, an meinen Akten erkennbar, ich habe ihn 2005 gespeichert. Ja. Und das schreibt eben dann der Verfasser, der sich auch damals in der Alternativszene mit diesem Thema befasst hatte und dazu auch Daten gesammelt hatte, schreibt: Ich hatte vor rund einem Jahr eine eigene Rubrik Nezara auf meinen Seiten. Dort veröffentlichte ich über längere Zeit die regelmäßigen Veröffentlichungen. Mit der Zeit wurde in mir das Gefühl immer deutlicher, dass hier etwas nicht stimmt. Ich bin zwar auch weiterhin der Meinung, dass ich auf meinen Seiten keine Zensur machen möchte, deshalb veröffentlichte ich ja auch Informationen, die aus verschiedenen Lagern kommen. Einfach deshalb, damit meine Leser sich eine eigene Meinung bilden können. Wenn jedoch in mir irgendwann einmal das Gefühl auftaucht, diese Informationen noch widerwillig zu veröffentlichen, dann wird es Zeit, etwas zu ändern. Mit Nezara habe ich das schon vor einiger Zeit gestoppt. Nun bin ich soweit, dass auch die gechannelten Informationen von Mike Quincy und von Nancy Tate nicht mehr weiter veröffentlichen werde. Auch hier spüre ich schon seit Monaten einen Widerwillen. Mein Sensor sagt mir ganz deutlich, dass diese Informationen nicht aus der geistigen Welt kommen, sondern von Leuten kommen, die Interesse daran haben, dass eine Menge von Menschen abwarten und nur gute Gedanken senden. Den Rest werden unsere Freunde aus dem All schon erledigen. Wir sehen hier im Jahr 2005 Grundzüge, ewiger Zirkelschluss, Kreisverkehr, die Alternativszene, die wir auch heute sehen. Einmal war das Thema Nezara nicht nur aktiv damals, sondern es war zweitens auch schon unglaubwürdig geworden und drittens auch durch Fremdeinflüsse, sehr weltliche Fremdeinflüsse in Zweifelhaftigkeit gezogen worden, was es nicht daran hinderte, 15 Jahre eingebuddelt zu werden, um dann wie Phönix aus der Asche in einer Art reinkarnativen Akt wieder neugeboren zu werden und neu kolportiert zu werden. Dazu habe ich euch dieses Thema erst einmal rausgesucht. Wie gesagt, mein Bildschirm, meine Speicherung war aus dem Jahr 2005. Das geht dann noch weiter. Er führt das alles noch viel genauer aus. Es zeigt aber auch, wie in der alternativen Szene Strömungen dann immer auch schon wieder gegeneinander geführt worden sind, bis sie sich selbst aufheben. Ne? Ist wie ein Gummi, ziehst du auf der einen, auf der anderen Seite gleich lang, erfolgt gleich null. Das nennt man Steuerung. Zweitens, ebenfalls 2005. Achtung, und jetzt haltet euch fest, weil jetzt sind wir bei dem, im Grunde auch bei dem Auf 1, Entschuldigung, Interview, da passt es rein. Und wir sind bei meinem Dreiteiler, den ich euch angetragen hatte, über das Zukunftspuzzle Deutschland. Ebenfalls aus dem Jahr 2005 gab es damals auf das gibt's doch nicht.de, wie gesagt, auch das eine der vielen alten Quellen, Webseiten und Leute, die dann irgendwann aufgegeben haben, weil sie immer mehr Probleme bekommen haben von außen, war ein Artikel. Zusammenfassender Artikel aus dem Buch von William Cooper, Beyond a Pale Horse. Er hat dieses Buch, der William Cooper, ein Kind von einem CIA-Agent und einem Militärangehörigen, der auf Luftwaffenstützpunkten groß wurde, natürlich als beinharter Verschwörungstheoretiker bekannt ist, dem man nachsagt, dass er dann zu 2001 verschiedene Verschwörungstheorien zu den Anschlägen auf das World Trade Center veröffentlicht hätte, der gewaltsam ums Leben kam und so weiter. Der hat eben dieses Buch geschrieben, Beyond a Pale Horse, wo er Zukunftsvoraussagen macht. Im Jahr 1991, sollte man auch noch dazu sagen, 1991. Und daraus möchte ich euch jetzt vorlesen.
Ich habe es, dafür kann ich eintreten, im Jahr 2005 abgespeichert. Ich zitiere. Oder warte, ich mach's anders, verzeih, aber dann weiß ich, dass ich nachher die Seiten finde, ist dann besser. Weiterhin wurde der Club of Rome damit beauftragt, ein Computermodell einer neuen Weltordnung zu erstellen. War ja Verschwörungstheorie, 1991, neue Weltordnung. Beides wurde durchgeführt. Es wurden Forschungen durchgeführt, wie man die Bevölkerungsexplosion noch bevor der Point of No Return, der Punkt, ab dem es keine Umkehr mehr gibt, erreicht war, bremsen konnte. Also kam man zu zwei Hauptschritten. Erstens, Senkung der Geburtenrate. Zweitens, Steigerung der Sterberate. Guck dir bitte meinen Dreiteiler Zukunftspuzzle Deutschland an. Senkung der Geburtenrate, wir reden darüber, der Pillenknick, Feminismus etc. Die Ehe als Keimzelle gegen modernere Partnerschafts- und Sexualformen auszutauschen. Senkung der Geburtenrate, Ein-Personen-Haushalte, Pornoindustrie für umsonst und so weiter. Zweitens, Steigerung der Sterberate. Naja. Amtliche Sterberate momentan 20% in Deutschland, in Österreich teilweise höher, bei Wochenvergleichsberechnung bis 40%. Gut, es kann dann mehr schwanken. Wohlgemerkt nicht im super tödlichsten Pandemiejahr 2020, guckt euch das auf 1-Interview an, sondern dann 2021, 2022, nachdem wir doch alle, nein, eben nicht alle, nachdem doch 70% geschützt worden sind gegen jenes tödlichste aller. Nun ja, also Steigerung der Sterberate. Das haben wir jetzt auch per Statistischen Buddhistischen Bundesstandesamt auch amtlich bei 20% die letzten Monate. Es wurden nun mehrere Programme durchgeführt, um die Geburtenrate zu senken. Die Entwicklung und Verbreitung verschiedener Verhütungsmethoden, mechanisch, Diaphragma und Kondome, chemisch, Schaum und die Pille und medizinisch, Sterilisation, Abtreibung und Hysterektomie, diese wurden entwickelt und eingesetzt. Das führt er jetzt aus, die ganzen medizinischen Sachen, was die gekostet haben. Weiterhin wurde die Women's Liberation, die Frauenbewegung, gestartet mit dem Verlangen nach freien Abtreibung. Das war jetzt auch in Amerika weiterhin ein Thema. Mit dem Pro-Choice, dem Schlachtruf der amerikanischen Frauenbewegung. Es wurde zur Homosexualität ermutigt. Du siehst das jetzige LGBTQ, das Transgender. Ich habe gerade vorhin auf irgendeinem Kanal dann wieder, ach ja, vor YouTube gab es eine Werbung, da waren zwei Mädels im Auto, die hören Musik und küssen sich dann. Also man ermutigt zur Homosexualität, es wird dann hip dargestellt, so wie damals mein Kurzdrehler, Baby, lass uns simpen, da 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 da, ja. Das ist dann auf einmal alles total modern und hip und, ja. Okay. Es wurde zur Homosexualität ermutigt und die Gay Liberation, die Schwulenbewegung, propagiert und gegründet. Man denke auch an die Love Parade in Berlin, ja. Ist doch alles Liebe. Da sind wir wieder bei der Heuchlerischkeit, ja, die da statt. Was hast du denn? Die Leute, die leben sich aus, die können freizügig leben. Es geht um Liebe. Was motzt du denn rum? Ja, das ist wie von mancher deutschen, sagen wir jetzt mal, Gutmenschenband. Mit politikkonformen Texten, wo du gar nichts gegen sagen kannst, ja. Aber es ist eben geheuchelt. Ja. So, er schreibt: So leben die Menschen ihre niederen Triebe aus, ohne Kinder zu haben. Ja, niederen Triebe, also ich hätte, gut, Sexualität hätte gelangt. Diskussionen über dieses Thema wurden durch Agenten auf Cocktailpartys und Festen aufgebracht. Doch die individuelle Freiheit des Einzelnen, the heat of the moment, die Unbeherrschbarkeit des Moments, Religion und die alten traditionellen Bräuche der Massen vereitelten dieses Vorhaben. Es kam zwar zum Stillstand des Wachstums in vereinzelten Gegenden, doch insgesamt wuchs die Bevölkerung weiterhin rapide. Okay, Phase 1, du versuchst mit weichen Mitteln. Du kannst es auch jetzt mikroskopartig für die C-Zeit nochmal nehmen, wie die einzelnen Maßnahmen angesetzt werden. Ja, erstmal sagst du, was hip ist, was Mode ist, wer unmodern ist, wenn er bestimmte Meinungen hat. Das sind weiche Steuerungsmittel noch. Wir gehen weiter. 2005. William Cooper. Ja, egal, ob das jetzt Verschwörungstheoretiker ist oder nicht.
Wir haben hier eine Datei und deswegen sage ich es dir, die einfach 17, 18 Jahre alt ist und die darf Kraft ihrer Aussagen sprechen. Ja? Währenddessen musste aber etwas anderes unternommen werden, um endlich die Massen zu vermindern. Und zwar so behauptet der natürlich, der Verschwörungstheoretiker ist klar, dass nicht die Illuminati als Schuldige erkannt würden, sondern Mutter Natur und diejenigen, die kein sauberes Leben führten. Was man brauchte, war eine tödliche Seuche oder etwas anderes Abscheuliches, das man der Natur in die Schuhe schieben konnte. Die Antwort kam vom Club of Rome, behauptet er. Es wurden mehrere Top-Secret-Vorschläge von Dr. Aurelia Pecce vom COR vorgelegt. Sein Vorschlag war es, eine Seuche unter das Volk zu mischen, die einen der schwarzen Pest ähnlichen Effekt aufweist. Hauptvorschlag war es, eine Mikrobe zu entwickeln, die das menschliche Autoimmunsystem angreifen und gleichzeitig die Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffes unmöglich machen würde. Es wurden Anordnungen gegeben, solch eine Mikrobe zu entwickeln und dazu eine Prophylaxe und ein Heilmittel. Die Mikrobe würde gegen die allgemeine Bevölkerung eingesetzt und würde durch Impfung unter das Volk gebracht werden. Nochmal, die Mikrobe würde gegen die allgemeine Bevölkerung eingesetzt und würde durch Impfungen unter das Volk gebracht werden. Alles nur Verschwörungstheorie, ist klar. 2005, William Cooper, Aluhutträger. Die Prophylaxe wiederum würde nur von der Elite benutzt werden. Ja. Gut, dann führt er das wieder genau aus. Er kommt dann auf AIDS, er kommt auf Weiterentwicklungen, wie viel Geld da reingetan wurde. Dann zitiert er später einen Sir Julian Huxley, sagte: Überbevölkerung ist meiner Meinung nach die allergrößte Gefahr, der unsere gesamte Spezies in der Zukunft gegenüberstehen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang ja, dass genau diese allergrößte Gefahr, die wir über Jahrzehnte vom Club of Rome, ich wurde damit groß, 1972, ich habe es erstmal von gehört, die wir da gehört haben, dass die plötzlich jetzt nach der C-Pandemie, ich habe dazu Sendungen gemacht extra, kein Thema mehr war. Der Club of Rome propagiert nun nach C nicht mehr Überbevölkerung, sondern die mangelnde Bildung als größte Gefahr, als größte globale Gefahr. So. Dann geht es hier weiter um Afrika, um Hungerseuchen. Er schreibt im Grunde eben über Dezimierung und hat da verschiedene Gedanken. Dann sagt er später weiter, und da sind wir jetzt beim Wettermanipulation ganz am Anfang wieder. Teil des Planes der Illuminati ist es, 91 schreibt er das, also ich kann es ab 2005 nachweisen, ja, Erdbeben und Stürme hervorzurufen. Gut, da hatten wir zum Beispiel schon Fukushima und die Wellen. Ne? Ein Messias, eine außerirdische Massenlandung, jetzt sind wir beim Projekt Bluebeam damit, und einen wirtschaftlichen Kollaps. Wir haben jetzt Inflationsraten. Du musst jetzt nur einmal in den Supermarkt gehen oder wie Kissinger sagt, wir brauchen nur die eine große Krise. Da sind wir momentan. Massenlandung noch nicht, wirtschaftlicher Kollaps. Europa stolpert in den vollkommen hinein. Können Sie sich Folgendes vorstellen? Ein Erdbeben von 9er Stärke, eine von Terroristen gelegte Atombombenexplosion, die New York auslöscht und zum Dritten Weltkrieg führt? Nein, das hat man alles verhindert. Ein Banken- und Wirtschaftszusammenbruch, ja. Außerirdische, die vor dem Weißen Haus und in Berlin landen. Das Verschwinden von Nahrungsmitteln vom Markt, ja. Das Verschwinden von Menschen, dauernd. Das einem Messias, der sich der Menschheit vorstellt, ja. Der weiße Reiter, der weiße Ritter, auf den warte ich. Und all das in einer Zeitspanne von etwa 10 Jahren, bieb daneben. Er schrieb es 91, 2001 war dann 9/11. Es wurde offenkundig ein anderer Weg eingeschlagen. Und was sehr interessant ist, er ist ja eben, bei ihm mischt sich eben auch in seinen Schriften Information und Desinformation. Das wird deswegen auch dieser Absatz, es wird in dem Absatz sehr, sehr schön deutlich. Ja. Aber es kann natürlich auch Planänderung sein oder seine Fantasie ist mit ihm durchgegangen. Ich stelle hier halt alte Schriften vor. Als Henry Kissinger gefragt wurde, sagt der Herr Cooper, was wohl das nächste Jahrzehnt mit sich bringen würde, antwortete er: Alles wird anders sein, viele werden leiden,
Eine neue Weltordnung wird hervortreten. Es wird eine viel bessere Welt für die, die überleben werden. Auf lange Sicht hin wird das Leben besser werden. Die Welt, wie wir sie uns gewünscht haben, wird Realität. Die Frage ist dabei, wer wir ist. Die Elite oder diejenigen, die sich Elite nennen, sicherlich nicht die X Milliarden minus X Menschen, die danach dann seiner Ansicht nach da sein werden. Kommt das nächste. Er schreibt 91, ich kann es bezeugen, ab 2005, das Aushungern der osteuropäischen Länder wird noch von bedeutender Wichtigkeit sein für den Dritten Weltkrieg. Er schreibt weiter, ich zitiere in Auszüge, Teil des Planes der Illuminati ist es, Erdbeben und Stürme hervorzurufen. Das hatten wir gerade. Und da habe ich es ja doch. Nö. Nö, habe ich es. Und dann war das okay. Gut. Doppelt sage ich es jetzt auch nicht. Okay. Ich finde sehr interessant, dass der William Cooper 91 schrieb, ich 2004 das hier hatte, dass man die Geburtenraten senken möchte, die Sterbezahlen hochbringen möchte, denn genau das ist die Doppelschere, die wir jetzt als Alltag sehen. Dass er über Impfungen referiert und eine tödliche Seuche. Wir haben ja auch jetzt gehört, dass die WHO in 3 Jahren über die Affenpocken jetzt schon eine neue Virusvariante erwartet, dass bereits schon wieder ein neuer Testlauf, ähnlich dem Event 201, gelaufen ist. Zusammen mit der WHO und der Bill Gates Stiftung und so weiter. Ja. Und ich kann mich noch an das Lächeln von dem Herrn Gates erinnern, dass der nächste Erreger sicherlich etwas besser aufsehenerregender sei. So, gut, dann möchte ich, weil auch das in der Okie-Talk-Sendung jetzt, wenn ihr nicht auf Okie-Talk geht, untergegangen ist, noch einmal ein Bild nachholen, nachdem wir das jetzt so schön aufgebracht haben. Ich gucke hier nur noch mal. Nicht, dass ich was vergessen habe bei den Darstellungen von dem Herrn. Nee, sieht aber gut aus. Ja, und es ist auch interessant, was an Daten damals schon da war, ne? William Cooper. Ich meine, wir sind ja doch 18 Jahre jetzt zurück, ja? Gut. Dann wollte ich noch mal kurz über Brasilien reden und auch die Stürmung des Parlaments dort, ja? Habt ihr gesehen, dass da jetzt sehr viele Oppositionelle und Regierungskritiker das Parlament gestürmt haben, dort eben auch Verwüstungen stattgefunden haben und so weiter. Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal verweisen auf eine, ich sage mal, Trinität, die da stattfindet. Wir haben im Jahr 2021 ja nach der Wahl die Stürmung auf das Kapitol gehabt in den USA. Ne? Ihr erinnert euch an die Indianermenschen und so, die da so szenisch eingesetzt, sehbar waren. Und wir haben zur Berlin-Demo 2020 die sogenannte Stürmung auf den Reichstag gehabt. Ja. Was eher so ein freundliches Schlendern war, was man sich dann zurechtgeschrieben hat. Ich war in unmittelbarer Umgebung und habe da keine Aggression, zumindest nicht von Seiten der Demonstranten feststellen können, sondern es war mehr so ein, oh, jetzt stehen wir hier und schwenken da unsere Flaggen und haben eine gute Zeit und mehr war es auch nicht. Ja. Aber was man gesehen hat, ist, dass auf diese Aktionen, deswegen stelle ich es vor, und das wäre jetzt auch meine Schlussfolgerung heute für Brasilien dann, dass auf diese Aktionen regelmäßig Ausgrenzungen und Neudefinitionen erfolgt sind. Das heißt, im Jahr 2020 in Berlin hattest du dann das Querdenker-Narrativ, was verstärkt aufgekommen ist, oder auch die Reichsdeutschen, die ja jetzt in der Razzia vor wenigen Wochen einen Höhepunkt gefunden haben. Denn ich war zum Beispiel sehr verwundert darüber, wie auf dem Bild, das ich hoffentlich jetzt hier auch eingeblendet habe, dran gedacht habe, so freimütig noch diese
Kaiserreichflaggen geschwenkt werden, nicht, dass an dieser Flagge irgendetwas verboten wäre, denn es ist tatsächlich die Flagge des Deutschen Kaiserreiches, ja. Aber tatsächlich hat man die öffentliche Meinung über Spin-Doktoren, über Wiederholung, über Manipulationstechniken, die ich darin vermute, so geformt, dass sogar ich jetzt ja erstmal erschrecke, wenn ich da drauf gucke und mir denke, du, boah, überall schwarz-weiß-rote Flaggen, ja. Aber dabei war diese Flagge, sie war niemals rechtsextrem, Nazi, sonst irgendwas, ist die Flagge des Deutschen Kaiserreichs. Hatte mit dem Dritten Reich genau null zu tun. Aber gut. Und dann hat man natürlich daraufhin Gruppen ausgegrenzt. Ja, siehst du auch daran. Bestimmte Flaggen, neue Symbole wieder verboten, ist schärfer gegen Gruppen vorgegangen, hat ein Waffenrecht verschärft und so weiter. Also unterm Strich blieb eine Beschränkung der Bürgerrechte, eine Beschränkung von Grund- und Menschenrechten. Ja, ein Staat, der immer mehr Raum greift. Das wäre jetzt quasi dann das taktische Element. Also wem hat das Ganze genutzt, wäre meine Frage, ne? Wem hat dann diese Reichstagsstürmung, ja, genutzt? Für was wurde sie benutzt? Wer hat nun mehr Macht, wer hat nun weniger Macht? Der Staat oder die sogenannten Oppositionellen? Genauso bei der Stürmung des Kapitols, ja. Die Trump-Anhänger, Nationalisten dort drüben sind ab da in ein Licht getaucht worden, auch über die ja filmreife Aufarbeitung der Maskierten. Es war ja wie Fasching fast schon, ja, was du da alles an Bildern hattest, wer da im Kapitol drin ist und wie sie sich aufführen, wie Wilde. Sie führen sich auf wie Wilde, das war ja auch eine Aussage, ja. Und danach das Gleiche auch. Beschränkung von Freiheits-, Bürgerrechten und so weiter. Und dasselbe sehen wir jetzt zum dritten Mal dann in den 3 Jahren in Brasilien, und es wird uns verkauft als Hoffnungselement. Sollte ich heute eine Prognose wagen, würde ich sagen, auch da wird es genau in der Umkehr seinen Ausfluss, seine Auswirkung erfahren. Jo, gut, das wollte ich euch nochmal dartun und dann nochmal Richtung Ende hin. Nochmal eine Einblendung, beziehungsweise die spiele ich so ein. Hört mal zu, bitte. Wir haben uns anders überlegt. Wir haben euch zwar versprochen, noch ein Jahr Transportrobot-Trauer zu stellen. Transportrobot-Trauer zu stellen. Aber bei uns in Deutschland wird es noch ein bisschen schwierig. Deswegen ziehen wir. Transporthuberbrauber. Hört sich schon an wie so. Hinterdeutsch, ne? Itche Bitche, Lutschi, Lüffle, Lutschi Knatsch oder sowas. Wir sehen eine Frau, Baerbock, der sowas, der nicht zum ersten Mal passiert. Die Europa verenden möchte und so weiter. Sie hat ja da sehr, sehr viel schon gesagt in diese Richtung. Es gibt eine merkwürdige Dichte von Versprechern, die wir haben. Nicht nur bei ihr, auch beim Herrn Lauterbach oder neulich sogar bei dem Herrn Selenskyj, um die Ukraine so ein bisschen zu schneiden, anzuschneiden, mache ich jetzt nicht weiter oder größer, weil wir das ja in den Dreierlagen schon wirklich sehr genau tun. Der Herr Selenskyj sagte kürzlich in New York: Ich hoffe, dass der Kongress finanzielle Unterstützung für unsere Verbrechen genehmigt, Land. Also, dass er finanzielle Unterstützung für unser Land genehmigt, aber er sagte Verbrechen. Ja. Warum? Warum stelle ich das hier vor? Nicht jetzt, wie es in diesem Video angedacht war, dass ihr alle mal lacht und es lustig findet. Ja, man kann darüber lachen. Oder nimm einen Herrn Biden, der ja, das x-te Mal dann auf dem Weg zum Flugzeug hoch mal wieder ausrutscht. Ja. Kann er froh sein, dass er nicht ins Triebwerk krabbelt oder sowas, ja, oder dass man sowas sieht. Jetzt gibt es einige, die sagen, ja, das ist eine riesige Komödie, die uns da vorgestellt wird, ja. Wenn du ein bisschen älter bist jetzt wie ich, länger dabei, ja, also länger hier, dann merkst du, es ist unnormal. Zeit meines Lebens haben sich ja nicht mal nur Politiker, sondern in meinem ganzen Umfeld insgesamt in Summe nicht so viele Leute so bekloppt oder so
teilweise so wahr versprochen, wie es jetzt allein nur die Politiker öffentlich tun und es veröffentlicht wird. So viele sinnhafte Versprecher habe ich mein Leben da noch nicht gehört. Sprich, worauf möchte ich hinaus? Es gibt sowas wie eine statistische Unmöglichkeit, dass diese vielen Versprecher zufällig sind. Sondern, dass sie, und da ist es nämlich im Grunde dann auch ganz unlustig, dass es auch das gestagete, in Normaldeutsch herbeigeführte Ereignisse sind. Ich sage gern oder bringe es gern auf den Satz, früher, Helmut Schmidt, wurden uns die Politiker als kompetent vorgeführt. Heute werden sie uns einfach als inkompetent vorgeführt. Wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir sagen, oder in Erwägung ziehen, die Frau Baerbock kann in Wirklichkeit viel besser reden, vielleicht. Und der Herr Biden kann in Wirklichkeit viel besser laufen oder vom Teleprompter ablesen. Und auch der Herr Lauterbach kann prima gerade aussprechen und. Dann bist du schnell tatsächlich so weit, dass du sagst, hier läuft eine riesige Inszenierung, ein Programm. Und ich werde mich hüten, das jetzt zu behaupten, denn ich weiß, wie nah wir an bestimmten mythologischen Erklärungssegeln, die daraus sofort eine ganze Geschichte stricken sollen. Aber, ich bleibe ganz nah mal auf der Grenze einfach. Ja. Aber ganz zu Anfang der Pandemie, erinnert euch, gab es dieses Video, gucken wir mal von der Seite drauf. Von diesem russischen Oberst Quatschkopf. Nein, nicht Quatschkopf, wie dann, ja, klar ist der Oberst Quatschkopf. Nein, dieser errentete Oberst Quatschkopf, der damals im Grunde den ganzen Ablauf der Pandemie in einen Zweiteiler, der auch auf meinem Kanal dann natürlich wieder gesperrt wurde und gelöscht wurde, gepackt hatte. Im Telegram-Kanal müsste er 2 Jahre zuvor noch sein. Und er sagte zum Ende hin, und das Ergebnis von all dem, also nachdem die Leute gezwungen werden, sich impfen zu lassen und dann nicht mehr auf die Arbeit dürfen und die Kinder dann nicht mehr in die Schule dürfen, wird sein, dass eine Masse der Menschen auf die Straße geht und die Verwaltung zwingt, mit diesem Unsinn oder sowas, sagt er, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, aufzuhören. Und genau das passierte nicht. Rückblickend glaube ich dem Mann noch immer. Ich stelle auch in dem Erscheinen von dem Herrn Tholl über die 2 Jahre fest, dass es Kursänderungen gab. Ich kann mich an viele, ich mache es jetzt halt am Tholl wieder fest, ich vergleiche darüber. Ich kann mich an viele Vorträge erinnern, wo auf einmal ein neues Narrativ so reinkam in der Art, Leute, ihr müsst doch mal aufstehen. Leute, ihr müsst doch mal was tun. Leute, hier schlafen 96%. Ja, ist jetzt meine Intonation. Was will ich sagen? Worauf möchte ich hinleiten? Dieses Video von dem russischen Oberst, ich sehe es heute als schönes Beispiel, wie man sich vorstellen könnte, dass sehr wohl ein Ablauf geplant war und er an der Trägheit der Menschen scheiterte, an ihren Komfortzonen abprallte und an ihrer medialen Massenverblödung oder die nicht für möglich gehalten hat. Tatsächlich hatte die C-Zeit einen Trend. Sie wurde immer verrückter, immer unlogischer, immer unnachvollziehbarer, immer bekloppter. Für jeden, der auch nur mit einem halben Auge noch hinguckt, nur noch zum Kopfschütteln, es sei denn, du hast dein Gehirn am Anfang über Angst etc., da wären wir jetzt wieder bei den psychologischen Dingen, am Anfang abgegeben und bist einfach mitgegangen, so wie bis heute noch, dann ist dir das nicht so aufgefallen.
Wenn du von Anfang an gedacht hast, und zwar neutral gedacht, nicht anti-gedacht, faktisch gedacht, auf Evidenz, auf Beweis, wirklich jetzt. Was sagt die Inzidenz? Warum ist die wichtig, obwohl das Ding doch nur zu 0,11% tödlich verlaufen sollte? Also sprich Schnupfenniveau und so weiter. So, warum dann der Aufriss, wenn du auf so ein Ding bliebst, auf einfach neutral nachdenkend und nicht auf dieses riesige Tumult, auf diesen riesigen Tumult hörend, auf diese beeindruckende Verängstigung, die da 2, 3 Jahre ablief, ja. Dann hast du dich gefragt, so, das Ganze ist doch überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Weder die Protagonisten, noch das, was sie erzählen, noch der Fortgang der Geschichte, gar nichts mehr war logisch. Ich glaube, das Problem, um es auf den Punkt zu bringen, was ich für möglich halte, ist, als der Quaschkopf am Anfang rauskam, hatte der einen Gedanken oder auch eine Einflüsterung, egal wie das Ding laufen soll, wann es zu Ende sein soll, wann es drehen soll. Würde übrigens auch zu dem Manfred-Video passen, der die falsche Timeline hatte, 2021, erster Teil dieser Frankfreiheit. Nebenbei. Fällt mir gerade so ein. Und man merkte aber, man kann nicht aktivieren. Man kann nicht aktivieren. Die Leute gehen weiter arbeiten, halten Arm hin. Ah ja, gut, dann probieren wir es mit den Kindern. Ah ja, die haben sie dann auch noch hingeschickt. Bis zu Neugeborenen. Wir hatten es vorhin gerade, einrichtungsbezogene Impfpflicht. Darfst du halt nicht mehr arbeiten gehen. Erster Bereich, hat man gesehen, ich interpretiere jetzt, kein oder kaum Widerstand. Jetzt denken wir mal andersrum. Ah ja, kannst du auch lassen. Die machen auch das mit. Die machen alles mit. Ey, was mache ich denn jetzt? Die machen alles mit. Ah ja, wie beim Fußball gibt es eine Verlängerung. Ich könnte mir vorstellen, ich habe andersrum, ich habe es in dem Jahr, im letzten Jahr öfter gesagt, wenn ich jetzt dafür sorgen sollte, dass die Leute aufwachen, dass sie die objektiv vorhandenen Lügen, Unwahrheiten, Fehlinformationen, den ganzen Beschiss sehen, wahrnehmen wollen, hingucken wollen, aufnehmen wollen. Ich wüsste nicht mehr, was ich tun soll. Habe ich mir öfter so überlegt, letztes Jahr. Ich wüsste nicht, was ich jetzt tun soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir deswegen da gelandet sind, wo wir genau jetzt sind. Und wo wir, um den Kreis zu schließen, also wo wir sind, massenhafte, okay, Zustände im Land, die keiner von uns wollte. Aber versucht es mal jetzt, ich habe so Exemplare im Bekanntenkreis auch, mit denen zu unterhalten, die 2015 mit dir diskutiert haben, dass du ein rechter Nazi bist oder ich, weil du diese massenhafte Zuwanderung als nicht mit dem Grundgesetz oder Asylrecht vereinbar gesehen hast. Ja, das war meine Position. Von der gesetzlichen Seite ist das, was da 2015 passiert ist, damals diskutiert. Ach du Scheiße, was ein Geschrei. Warst ja Menschenfeind. Gut, dann muss man es fühlen. Inflation. Du brauchst nicht mehr viel Logik dafür, um jetzt nochmal quer zu denken zwischen Lockdown, Quarantänen, Produktionseinbußen und einer jetzt Disbalance von Geld und Waren. Währenddessen, ich roll jetzt nicht alles neu auf, jedes Mal im Detail, in Europa die Produktion nicht hoch, sondern runtergefahren wird, weil es zu viel kostet. Wo das landet, brauchst du keinen Hochschulabschluss. Es implodiert, es geht kaputt. Wir haben 880 Milliarden Steuereinnahmen, sprudelt wie Sau, neuer Fokusartikel. Ja, warum sieht man diesen wahnsinnigen Geldreichtum nicht im Land? In Form von Bauten, Verschönerungen, Investitionen. Wo landen die? Wo gehen die hin? Wie ein schwarzes Loch, wie ist Klo runtergespült? Ich kann mich erinnern, als ich mit meinen Eltern in den 80ern
mit dem Wohnwagen aus diesem Land rausgefahren bin, aus Deutschland. Es war einst wohlhabend. Die Älteren, die schon länger hier sind, kennen es noch, wissen es noch. Dann bist du nach Ungarn oder du bist ins damalige Jugoslawien, also Kroatien, Bosnien und so weiter. Du bist nach Italien, du bist nach Spanien gekommen und du warst der König im Land, weil es das Preisniveau war, billig zu nennen. Macht es mal heute. Man hat über Jahrzehnte so geschraubt, man hat so umverteilt, man hat das Geld so rausgezogen aus diesem Land und woanders hin verschenkt. Salamitaktik über Jahre, Stück für Stück, bis du heute aus diesem Land nicht mehr raus kannst, zumindest mit einem normalen Einkommen nicht. Und überall rundum im Ausland ist es sauteuer. Polen war damals noch ein quasi dritte Weltland. Alles billig dort drüben. Fahr heute mal nach Polen. Manche Sachen sind noch billiger angeglichen. Das heißt, wir als Deutsche, wenn du hier in diesem Wirtschaftsraum Deutschland warst, hast Einbußen über die Jahrzehnte hingenommen. Aber und man arbeitet generationenweise. Es wird für die Jungen ist es halt schon normal. Ja, ich rede jetzt auch nicht darüber, ist es richtig, dass wir dann gegenüber anderen eben mehr Geld in der Tasche haben oder nicht. Wir sind nicht bei no Moral. Ich beobachte einfach neutral beobachtend von außen Veränderungen. Was ist hier passiert? Man hat hier Geld rausgezogen. Man hat umverteilt. Nehmen wir dieses Stichwort Umverteilung. 880 Milliarden Steuereinnahmen. Das ist ein Arsch voll Geld. Was passiert jetzt? Du siehst diese Steuern hier nicht, die eingenommen worden sind. Sie kommen irgendwie nicht mehr zurück. Das heißt, sie versickern oder landen woanders oder werden umgebucht oder gehen ins Ausland oder gehen ans Neufolk. Und dann schaust du dir an, ich rede immer von demografischer Steuerung. Ja, die Blase boah, jetzt kommen wir die Wortausfälle schon. Ah, vor dem Pillenknick, nicht die New Ager. Na, egal. Egal, wir haben es in dem Zukunftspuzzle Deutschland, habe ich gesagt. Wandert nach oben, mit ihm der Wohlstand. Die Leute, die halt hier über 30, 40 Jahre im Häuslein und sonst was gemacht haben, aufgebaut haben. Was wird jetzt gemacht? Wird das Erbschaftsrecht verändert. So steuert man über Demografie. Da möchte ich dich unbedingt drauf sensibilisieren. Die Grundsteuer wird reformiert. Das heißt, du verteilst Geld um. Du nimmst es erstmal ein und dann guckst du mal, wem das zugutekommen lässt. Wen du finanzierst, wen du dir untertan machst. Wes Brot ich ess, das Lied ich sing dann. Den Leuten, denen du das Geld dann gibst, die sind dir gewogen, die freuen sich. So ist das der Plan. Gut. Da gab es noch viel zu sagen. Ich habe es jetzt leider vergessen. Da waren noch ein paar, zwei, drei interessante Schlenker drin, aber ich lasse mir die Zeit dann auch nach. Okay. Okay, hier jetzt nochmal halt eine Verknüpfung zwischen den Covid-Lockdowns, den Quarantänen und dem Niedergang von unserer Warenproduktion. Das liegt auf der Hand. Sprich Abwanderung aus Deutschland, weil dann zusätzlich die Energie noch teuer wird. Welcher Firmenchef kann hier noch in Konkurrenz zum Ausland produzieren? Wanderst du ab in den neuen Quality-Land, Quality-Bereich, China. Mal gucken, ob die Planungen durchgehen. Ich fand heute bei diesem Auf-1-Interview wirklich geiles Interview. Hochinteressant, dass der Mann behauptete, ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass die Injektionen quasi, nein, nicht die Injektion, dass die Mikrobe quasi eine Biowaffe der fünften Generation ethnienspezifiziert sein soll. Würde die stringente C-Politik Chinas erklären, tatsächlich sei die für Asiaten viel gefährlicher als für einen Europäer von mir aus. Also Europäer ist ja genauso ein verwaschener Begriff wie Deutscher. Was sage ich denn jetzt? Für einen Weißen? Weil wir sind ja nun mal jetzt bei Ethnien. Egal.
Okay, Leute, komm, wir machen zum Abschluss jetzt definitiv, ja, 20:05 Uhr, oh weia, machen wir noch ein Thema. Ich weiß, mal gucken, wann ich es hochlade, wann ich es dann abspeichere. Ich war vor kurzem im Kino. Machen wir zum Ende hin nochmal etwas ein weicheres Thema. Auch dieser Mensch war im Kino, ja, tatsächlich das erste Mal wieder seit Avatar 1, glaube ich. Also ich liebe diesen Film. Avatar 1, jetzt ist Avatar 2 ins Kino gekommen. Ich schildere dir zum Ausklang, kannst du auch entspannen, bis sie mein Kinobesuch. Der alte Mann da, der ist ins Kino gegangen und hat recht schnell gemerkt, ups, jetzt habe ich die Blase gewechselt. Das ist interessant jetzt. Also ich war unter vorwiegend Leuten, die jünger sind und die den Abend sich erstmal versilbert haben mit Nachos und Käsesoße und Chilis drauf und sowas. Ne? Also die etwas für ihre gesunde Ernährung getan, nee, ist in Ordnung, ja. Also versilbert haben sie das eigentlich, ich glaube, so eine Packung, so irgendwie die 6 € oder sowas. Also die jungen Leute, die haben schon Geld, ja. Sie geben es nur da. Also gut, okay, egal. Ja, ich fand das ganz lustig, so das zu sehen, dann so riesen Popcorn-Tüten und so. Und logisch, ich war genauso drauf, ja. Ich war ja genauso drauf. Aber ja, vielleicht werde ich einfach alt. Mir kam es jetzt in dem Fall, ich hätte keinen Bock auf Popcorn gehabt, mir kam es auch sinnlos. War egal. Ich war jedenfalls nach der Werbung so weit, dass ich eigentlich gehen wollte. Ich war in der falschen Blase, du verstehst. Ich musste nämlich New Age Gender Ethno Werbung, und zwar geballt, erstmal über mich ergehen lassen. Wo du auch immer diese ganz feinen Umdrehungen hast, gemeinsam schaffen wir es, weißt du, gleich drei verschiedene Menschentypen auf dem Bild und so. Und du hast gerade gestern noch von der Messerstecherei dann in dem Fall war es dann meistens in Flörsheim oder was gelesen, ja. Es war nach dem Tod der beiden Mädchen da in Baden-Württemberg, ein paar Tage drauf in Flörsheim der nächste, dann noch ein paar Tage drauf, ich habe es hier sogar in meiner Auflistung ein Fahrscheinkontrolleur, der abgemessert wurde, ja. Und alles da, die Messerangriff in Frankfurt, ja. Da hat es ein 27-jähriger Somalier, griff zwei Kontrolleure dann an. Ja, und so weiter. Ja, das hast du so im Kopf, und dann siehst du dann so eine komplett andere Welt, wo du dann so Narrative gemeinsam packen wirst. Wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden. Wo ich mir denke, das ist nichts außer Film. Und warum dreht man so Filme, währenddessen da draußen eine komplett andere Realität vorherrscht? Oder dreht man sie deshalb? Es wird viel aufzuarbeiten geben, die nächsten Jahrzehnte. Viel aufzuarbeiten geben. Und wir werden wieder gefragt werden, warum habt ihr mitgemacht? Ajo. Müsste eigentlich jeder beantworten können. Wir haben es uns doch Jahrzehnte gefragt, warum die Großeltern mitgemacht haben. Und Antwort? Hast du jetzt gespürt, letzten 3 Jahre. Gut, da war noch mal so Zollwerbung, ne? Ja, so bewirb dich doch beim Zoll, ja. Ne, auch so junge Leute, die gesagt haben, wir haben 140 Milliarden, glaube ich, oder Millionen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Millionen oder Milliarden haben wir für die Allgemeinheit eingenommen. Und ich dachte mir, ja, kommen die der Allgemeinheit jetzt auch zugute? Denkt jetzt einer in diesem Kino weiter, dass er, ja, okay, ihr habt die eingenommen, was passiert jetzt mit dem Geld? Ich meine, die politische Macht, die liegt ja darin, wie du das Geld verteilst, wem du es zugutekommen lässt jetzt. Da wird Politik gemacht, in den Finanzströmen. Ja. Okay, da war ich eigentlich, bis der Film anfing, war ich eigentlich schon bedient, ja. Gut. Ja, gut, ich bin nicht gegangen, ich habe mir angeguckt. Also, Avatar 2. Ich vergebe Punkte auf Kinofilme. In dem Fall, ja, glatte 10 von 10 wieder einmal. Ja. Und der erste Teil war der letzte, wo ich eine glatte 10 von 10 Punkten vergeben habe. Und alles, was ich jetzt danach sage, bitte ich dann auch hinter diese 10 von 10 zu summieren. Ja.
Toll, du hast 3 Stunden Kinoerlebnis, denkst du, es sind maximal 2 rum? Hatte ich jetzt die Tage abends auch, war ich 7 Stunden war ich beschäftigt, dachte, es wären nur 3 gewesen. Funktioniert, toller Kinofilm. Du hast ja da Avatar, warum heißt es Avatar? Gehen wir mal rein jetzt in dieses, ja, was ist es? Ein Umweltspektakel oder so etwas? Du hast da also blaue Ureinwohner, also so ungefähr. Mal gucken, ob das auch auf dem Bild habe, so ungefähr wie hier. Ja, da siehst du ja auch diese blauen Hände da. Hier ist es halt die Bhagavad Gita. Krishna spielt das Lied der Liebe. Ja. Ich will damit sagen, es gibt auch älteste Menschheitsreligionen und Erzählungen, die auch blaue Menschen haben. Ist interessant, wenn jetzt jemand dann James Cameron in der Neuzeit mit blauen Menschen um die Ecke kommt. Du weißt, wir reden ja öfter mal über Kinofilme. Oder du schaust dir in Südafrika den Tafelberg an, wie er so abgeschnitten ist. Oder den Devils hast du nicht gesehen in Amerika. Mark war ja jetzt dann in Afrika und hatte auch so abgeschnittene Berge, die tatsächlich aussehen wie diese Riesenbäume, die Aiwa heißt es ja dort, verkörpern. Die den Navi, also der blauen Rasse, Schutz geben. Wir haben ja später auch immer noch die Sage der blaublütigen Menschen, zum Beispiel unsere späteren Adligen. So als seien die Adligen, als seien die besonders, hätten die besondere Merkmale, die ihnen so etwas wie ein gottgegebenes oder naturgegebenes Recht zum Herrschen verleihen würden. Etwas, was ja die alten ägyptischen Gottkönige für sich beansprucht haben. Die waren zuerst von Gott, den Göttern eingesetzt. Sie waren Götter. Nachher durch Vermischung, sie stiegen vom Himmel hinab, die Bibel, zu den schönen Erdentöchtern, haben sie wieder die Hosen nicht zugelassen. Durch Vermischung nur noch Halbgötter, die ihre wenigstens Halbgöttlichkeit nachweisen mussten, um an der Spitze zu sein. Ah ja, gut. Nachher treibt ja Blüten dann, guckst du dann die Queen ist tot Video bis zu den Blutarmut da im Russischen Reich dann und im europäischen Adel im verborgenen Plan schreibst, die haben es verblutet. So, jetzt mal platt gesagt. Was ich mir denken könnte, ist natürlich alles spekulativ. Sie haben sich über Fortpflanzung haben sie unter Umständen Attribute, Eigenschaften verloren. Wie auch immer. Avatar. Wollte ich gar nicht drüber reden. Bei diesem Spektakel, wo es darum geht, toller Kinofilm, dass diese wunderbare Paradieswelt, ich glaube, die über 90% im Kino sofort eintauschen würden gegen die graue Welt, die vor dem Kino wartet. Die aber auch, das sollten wir nie vergessen, eine komplette KI-Welt ist. Eine Welt, die komplett in Eiseskälte, Winter is coming, im Computer entworfen worden ist. Wo nichts wahr ist. Wenn du alte Filme guckst, dann hast du ein Zuhause für deine Träume. Den Ort gab es wirklich. In Avatar ist nichts real. Und diese Welt ist natürlich bedroht, diese Paradieswelt, wo ich auch sofort hingewechselt hätte für dieses Leben. Sofort. Die ist bedroht. Und sie ist bedroht von wem? Von Menschen, die mit Maschinen, mit Technik wieder einmal für Gold oder für Rohstoffe alles zerstören möchten. Also für den Kapitalismus, der Kapitalismus als das Böse. Gegenüber, ja was, einem Weltbewahrungsmythos. Und es gibt wohl kaum einen, außer du bist jetzt irgendwie Anti drauf, so komplett auf Schwarz und so, der jetzt auf die Menschen da hält. Also diese technisiert, brutale Rasse, die alles zerstören möchte, sind Menschen. Die tatsächlich der Avatar, die in die Hülle von diesen Blaublütigen ja schlüpfen können über ihre Technik.
Und das gibt uns natürlich auch Deutungsmöglichkeiten auf den Avatar. Wir haben nicht nur einen juristischen Avatar, du hast einen Avatar, wenn du auf deinen Pass guckst, du verwaltest diesen Avatar, du gehst bei jedem Geschäft, gehst du in diese Hülle hinein, ja, benutzt als Träger den Namen, das ist ein juristischer Avatar, ist jetzt auch keine irgendwie Verschwörungstheorie, das ist blanke Juristerei. Ist dein juristischer Avatar. Also damit wird gespielt, zum anderen wird gespielt, sagen wir mal, mit einer Art spirituellen Avatar. Dass wir alle hier ja in einem Raumanzug sind, in einem 3D-Raumanzug, dein Körper genannt, der über die Wahrnehmungskanäle Augen, Ohren, Nasen, Haut, die Umweltreize in bestimmten kleinen Spektren nur dekodiert wahrnimmt und als elektrische Impulse, da sind wir ganz nah im Grunde beim Computer, in dem dunklen Hirn als zum Beispiel Lichtreiz wahrnimmt. In deinem Gehirn kennt kein Licht. Es ist nur ein elektromagnetischer Impuls. Es kommt eine Schwingung an in deinem. Es ist dunkel im Gehirn. Siehst du doll bei Totenschädeln. Da, wo die Augen drin sind, sind Knochen drin. Es ist dunkel im Hirn. Vom Licht geblendet. Es sind Ströme. Du dekodierst Ströme. Das bedeutet, alles, was du als Realität wahrnimmst, nimmst du über deinen Raumanzug, über den Avatar-Körper wahr. Und konstruierst daraus eine Realität. Hättest du andere Wahrnehmungskanäle, breitere Wahrnehmungskanäle. Vielleicht kann man ja durch Ernährung und so weiter seine Wahrnehmungskanäle immer weiter öffnen, feinstofflicher öffnen, über diese grobstofflichen Wahrnehmungskanäle hinaus. Könntest du das, würdest du deine Realität aufbauen, immer breiter. Deswegen ist auch für ganz einfach gestrickte Menschen die Welt komplett einfach. Ganz enge Wahrnehmungskanäle. Das ist klar, das ist nö. Gut, sie wird, also das ist so viel nochmal zu den Avataren. Ich kann das auch spirituell sehen, so ein Avatar. Ich kann so ein Avatar, komm, das leisten wir uns noch. Ich kann es auch mythologisch sehen. Die Kriege der Menschen und die Kriege der Götter. Der griechische Olymp. Wir hatten es eben schon angedeutet, die ägyptischen Gottheiten. So, da vermischt sich das, die steigen vom Himmel herab. Mengen hier in unserer 3D-Matrix rum als Herrscher und leiten die Geschicke. Kennst du Rollenspiele am PC? Weißt du, ich bin ein alter Zocker. Da machst du genau das. Du als König vor dem Bildschirm definierst, was definierst du? Deinen Charakter am Anfang in seinen Grundzügen. Und dann schickst du ihn los auf Missionen. Du wählst sogar aus deinem Himmelreich im Bürodrehstuhl aus, welche Fähigkeiten du ihm gibst. Also kriegst du Punkte für, so und so viel kannst du verteilen. Wo du ihn fördern möchtest, wo er sich bewähren muss, welche Prüfung du ihm unterziehst. Und dann lenkst du ihn zum höheren Ruhme aller, also dir und ihm. Und vielleicht? Stell dir vor, er hätte ein Empfinden, dieser Rollenspielcharakter deines Computerspieles im Computer drin. Er hätte ein Empfinden. Er würde so etwas wie bei Sophies Welt in etwa einen eigenen Willen ausbauen mit der Zeit. Er würde versuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen und mit dir, vielleicht kann er das nach seiner Evolution, je nach wie weit er sich entwickelt, dass du vielleicht empfängst, was er will. Er sucht, was du bist, und du suchst den Kontakt zu ihm. Du willst dich vielleicht auch ausdrücken über ihn. Du merkst, ich hoffe, du merkst, ich rede in Gleichnissen auch über diese Welt. Ich rede nicht wirklich über nur Computerspiele. Und die alte Menschheitsmythen, wir hatten eben jetzt hier diese Blaublütigen dann, aber auch in griechischen Olymp hast du das ja, ne? Es gibt die Menschen und es gibt die Götter und es gibt die Mischwesen daraus. Du hast es auch in der Bibel. Es ist ein bisschen so wie vor dem Computer, vor dem Bildschirm. Das ist ein bisschen so wie virtuelle Realität, so wie mehrere Wirklichkeitsebenen, die bewirkt werden und die beackert werden.
Im Hinduismus hast du das, möchte ich auch gerne mit Swami Madhavat nochmal drüber reden, das unglaublich interessante, Konzept des Punya. Was ist Punya? Punya ist im Spiel, wäre in einem Computerspiel, wäre es die Hauptressource. Musst mal gucken. Gibt es in jedem Computerspiel gibt es eine bis mehrere Hauptressourcen? Es gibt eine Hauptressource, die wird aber meistens über das Spielgenre wird's überdeckt und über die Storyline und sowas. Punya wäre die Hauptressource für unseren Erdenaufenthalt. Wie kommst du zu Punya? Punya befähigt dich, diese 3D-Welt, diese Objektwelt, dass dein ganzes Sein nach deinem Gutdünken zu bewegen, zu manipulieren, zu es dir untertan zu machen. Wie kommst du zu Punya? Du kommst zu Punya über Verdienste in vorigen Leben, wo du anderen Menschen gut getan hast, wo du nicht egoistisch, sondern altruistisch gehandelt hast, wo du deine Handlungen Gott zu Füßen gelegt hast, wo du für das Größere, für das Bessere etwas getan hast. Das gibt dir Punya und Punya befähigt dich dann, mehr, sagen wir, mehr Macht zu haben. Aber im Hinduismus zumindest, Punya verleitet leider dann auch, das ist der Weg zurück. Denn je mehr Macht du hast, umso mehr ist die Gefahr gegeben, dass du in den Ego, in den Narzissmus zurückfällst, in das Abstufen gegenüber anderen. Ich kann das, der kann es nicht, also bin ich mehr wert als der. Und sobald du in den Narzissmus, in den Egoismus herabfällst, in die Ich-Bezogenheit, weil du immer mehr Macht bekommen hast, weil es dir gelingt, weil du es drauf hast, dieses Draufhaben ist eine Versuchung, fällst du zurück. Und nur die wenigsten schaffen es dann eben weiter. Gut. Okay. So viel mal ein kleiner Ausflug, was jetzt allein mit Avatar, also man kann es ja, merkst du ja, kannst schon wieder eine ganze Sendung drüber machen, was an Avatar, an diesem Konzept, dass die Menschen da in diese blauen Wesen hereinkommen können, an ja, Mythologie und an Philosophie drin ist. Ich habe eine Kritik an Avatar und ich möchte es abkürzen, weil es ist schon wieder viel zu spät auch. Eine Kritik an Avatar. Das gesamte Narrativ ist sehr gut einbettbar. Denke an NASA, Hollywood, Regierung, das Dreieck, wovon ich immer wieder rede. Sehr gut einbettbar in eine Art Weltklimareligion oder ein Allgemeinziel für alle. Wir wollen den Planeten schützen. Und es spiegelt uns natürlich ein ganz negatives, eigenes, böses Menschenbild. Wir Menschen sind die Bösen dort, die alles zerstören, die wieder gierig sind. Ja. Das ist in gewisser Weise auch der Wilde Westen noch einmal nachempfunden. Das, was passiert ist bei diesem, Scholl Latour hätte gesagt, Clash of Civilizations, dem Zusammenprall von Kulturen, Europäern und nativen Völkern, Indianern. Und so eignet sich der gesamte Film so in einem Sinne von, das darf nicht wieder passieren. Wir hatten es vorhin mit Projekt Bluebeam, hat auch dieses Potenzial, alle gegen etwas zu vereinen. Eignet sich der ganze Film als eine Art neue Weltklima-Planetenreligion. Wir müssen zusammenhalten, dass es dem Planeten gut geht. Das wäre meine Kritik, meine einzige Kritik daran. Ansonsten könnte ich noch ein Stündchen mit dir darüber reden. Lass ich jetzt. Eines schiebe ich nochmal nach, weil ich es gerade hier noch lese. Vor einiger Zeit, und das ist dann wirklich das Ende von unserer Franks Freiheit im zweiten Teil hier, vor einiger Zeit hatte ich dir erzählt über die Uschi von der Leyen, dass ihr Pony von einem Wolf ja gerissen wurde und sie unglaublich traurig war. Ne? Ich glaube, die letzte Franks Freiheit war es oder so. Just hat sich jetzt natürlich, sie hat schon angekündigt, da machen wir jetzt was gegen. Just hat sich natürlich jetzt sofort der Deutsche Bundestag mit Wolfsangriffen in Europa beschäftigt und es gibt eine Vorlage, kannst du dann alles nachlesen. Du siehst, bei einem wird es Pony zerfleischt, da sind wir jetzt nicht dabei, dass es aufgemessert wurde auf den Weiden, gab es ja auch mal vor ein paar Jahren. Ne?
Weil wenn bei jemandem das Pony totgebissen wird, dann wird der Bundestag mit beschäftigt. Ja. Und du darfst weiterdenken jetzt bei dem, was ich da. Und bei anderen, wo kannst du jetzt für dich beenden, wie du möchtest. Ja, enden wir doch mit einem abgeänderten Spruch. Die Dummheit in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Das ist zumindest frei nach dem Erich Honecker. Sozialisten sind ja hoch im Kurs dieser Tage, die sich dann tarnen als Globalisten und so weiter. Wir wissen ja, wie es mit der DDR zu Ende ging. Ich schätze, so geht es auch hier mit den Ambitionen zu Ende. In der nächsten Franks Freiheit, ich hoffe, es hat euch gefallen, werden wir dann wieder mehr in die Energien reingehen. Das wird hochinteressant. Aber lasst uns von diesen 40 Tagen mal noch ein paar abarbeiten und uns dann neu orientieren. Das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, für dich war etwas dabei. Ich bin klatschkaputt jetzt platt. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag und sag gute Nacht und auf Wiedersehen. Gell? Tschüssi.